glaube, Sie werden heute Abend erleben, dass die Mannschaft viel Spaß hatte, dass die Mannschaft und jeder einzelne Spieler einen tollen Charakter hat und trotz allem sehr diszipliniert war und für diesen Cup auch wirklich auch alles gegeben hat, ihr ganzes Herzblut gegeben haben. Und man wird lernen, dass man nur als Team erfolgreich sein kann. Das kommt in dem Film jetzt auch rüber, diese wahnsinnig hohe Emotionalität und dass die Fans die Mannschaft so nah erleben, also näher geht's nicht. Ja, wir freuen uns auf den Film, die Bilder einfach nochmal zu sehen und das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Anderthalb Stunden das in Bildern wiederzubekommen, ja, was man alles vielleicht schon in seinem Kopf hat, aber dann zu sagen, hey, das ist wirklich passiert und du warst wirklich dabei und das ist was ganz, ganz Besonderes und deswegen freue ich mich riesig heute auf dieses Event und auf diesen Film und ja, wie so ein kleines Kind, das endlich mal ins Kino darf. Ich finde, dass Kino und große Emotionen zusammengehören. Und das kann man am besten an diesem Film sehen. Da geht es um 90 Minuten Gänsehaut. Wenn ich dran denke, ist es immer was Besonderes, dann kommt ein bisschen Gänsehaut, dann kommt einfach eine schöne Erinnerung dran. Wenn man den Film gesehen hat, wenn man aus dem Kino rauskommt, dann fühlt man sich, glaube ich, nochmal, als wenn man selbst in Brasilien. Ich glaube, das wird durch den Film ganz deutlich, die tolle Atmosphäre, die in der Mannschaft herrschte, die dort in Brasilien gelebt wurde. Und das war sicherlich auch ein Erfolgsfaktor. Ich glaube, das, was wir über den ganzen Sommer transportieren konnten, hier auch nach Deutschland, soll jetzt auf die Kinoleinwände. Und ich glaube, das ist großartig für die Mannschaft, das nochmal zu erleben, aber auch für die Fans und für die, die ins Kino gehen. Für mich ist da ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich glaube, für einen Musiker, der national Musik veröffentlicht ist, mehr geht nicht. Ich glaube, dass ihnen gelungen ist, eine Innenansicht der Mannschaft zu zeigen, einer Fußballmannschaft, die sich auf irgendeinen großen Wettbewerb vorbereitet und wie man sich die Fußballer auch nicht vorstellt in ihrer Vorbereitung. Das, glaube ich, ist eine hochinteressante Sache jenseits des Spieles auf dem Platz. Wir sind eine Mannschaft, alle arbeiten zusammen und dann hauen wir heute weg. Deutschland zieht als erstes ins Halbfinale. Es wird unvergesslich bleiben. Jetzt ist es vollbracht! Ja! Ja! Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir brauchen die Mannschaft. Und hier ist sie, die Mannschaft und komplett das Trainerteam. Ein Riesenapplaus für unsere Weltmeister. Das ist dieser wunderbare Badge. Das ist 2014 FIFA World Cup Brasil. Champion Badge Germany. Und dieser Badge, der kann jetzt die deutsche Nationalmannschaft, Sie haben es schon drauf, tragen, bis der neue Weltmeister erkoren wird. Vielen Dank, ganz toller Film, läuft ab Donnerstag in 700 Kinos in Deutschland an. Gehen Sie rein, gehen Sie nochmal rein. Das Ende ist zwar bekannt, aber es lohnt sich allemal. Echt stark. Emotionales Highlight. Es ist wirklich einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Ich fand es ganz faszinierend, dass man doch immer noch, selbst wenn man weiß, wie es ausgeht, immer noch mitfiebert.